Hallihallo, ich bin verbunden. Ich bin ein Hotspot. Ich bin ein Hotspot. Ich oute mich als Hotspot. Was ist denn nun los? Ich habe festgestellt, mein Speedport Neo, da ist ein Hotspot mit drauf. Ja. Von Telekom und Phone gibt es da eine Kooperation. Und wenn man so ein Speedport hat, dann ist man auch so ein Hotspot. Kann man natürlich auch abschalten. Ja. Fand ich ganz witzig. Ne? Also hier kann sich jeder quasi, ne? Sieht man auch unten rechts, mit dem Hotspot verbinden. Ja, also jeder, der auf der Straße rumläuft, ist nicht verschlüsselt. Wenn er dann aber surft, dann sieht er erstmal nur die Telekom-Login-Seite. Bitte ihr E-Mail-Passwort und ihr E-Mail eingeben bei der Telekom. Und da kann man sich mit diesem Hotspot verbinden. Außerdem habe ich mir so ein Hilfevideo von der Telekom erstmal angeguckt. Ne? So ein unverschlüsselter Hotspot bin ich jetzt. Dachte ich, jetzt ist alles zu spät. Bis ich erstmal begriffen hatte, dass ich das war. Ich dachte auch, einer der Nachbarn hat einen Hotspot, der ist unverschlüsselt. Nee, das war ich. WLAN to go heißt das Ganze. Wie man hier sieht, schnelles Internet auch unterwegs, kostenloser Zugang zu allen Telekom-Hotspots und das bin jetzt ich, sowie weltweit 4 Millionen Hotspots im Phone-Netzwerk. Ich bin jetzt im Phone-Netzwerk quasi, ja. Mein Hotspot ist aktiv. Das ist quasi WLAN neben dem WLAN nochmal. Und es gibt da so einen Online-Manager, ne, kann man sich so eine App runterladen und kann man sich mit den ganzen Hotspots, ne, und natürlich auch mit seinem eigenen Hotspot verbinden. Ne. Das ist so ein zusätzliches WLAN. Ne. Man hat sein eigenes internes WLAN, ja, und das war bei mir so auf meinem Tablet, der war so ein bisschen spackig. Ne. Der war so ein China-Ding. Und der konnte nur WLAN-Netzwerke verbinden, die auch sichtbar sind. Jetzt wollte ich mein eigentliches WLAN aber unsichtbar haben, konnte mich nicht verbinden. Da habe ich gedacht, dann nehme ich doch den Hotspot. Ja. Habe mir das App dann installiert und konnte mich mit dem Telekom-Phone-Hotspot verbinden. Was ist denn da jetzt mit? Ja, wenn jetzt da einer surft und illegale Bilder runterlädt oder MP3s, habe ich dann was mit am Hut? Nee, habe ich nicht. Telekom-Hilfe-Video werde ich verlinken. Was ist mit meiner Bandbreite? Machen mir die anderen Leute dann meine Bandbreite kaputt? Laut, ja, Aussage Telekom-Hilfe-Video. Ne? Alles unter, ja, wie ohne Gewähr, ne? Das steht so im Hilfe-Video. Wird meine Bandbreite nur die ungenutzte Bandbreite für den Hotspot genutzt? Und der Hotspot sendet irgendwie anders als mein normales WLAN. Und deshalb sind die voneinander getrennt, ne? Gut, jetzt habe ich mal die Sendeleistung auf volle Pulle gestellt. Der Hotspot schaltet sich genauso ab wie mein normales WLAN. Ne? Kann ich per Zeitschaltuhr bestimmen, wann ist mein WLAN an oder aus. Habe ich jetzt mal auf volle Pulle gestellt. Mal gucken, Hotspot für alle. Ne? Gut, kann man natürlich auch abmelden, wenn man das jetzt nicht in seinem Speedport Neo in dem Fall jetzt haben will. Dann kann man das auch abschalten. Ne? Finde ich aber ganz witzig, so ein bisschen, ja, mit anderen Leuten, die ungenutzte Bandbreite teilen, denkt man erstmal, ach du liebe Zeit, aber wenn man dann selber in der Lage ist, man steht irgendwo fremd in der Gegend rum und ist mal froh, wenn man einen Hotspot hat, also bin ich jetzt mal Hotspot. Ne? Hoffen wir mal, dass das alles so stimmt, was das Telekom-Video sagt, dass der Hotspot dann schön getrennt ist von meinem eigentlichen Netzwerk. Wollen wir aber glauben, wenn da Millionen Leute können, dann wird er wohl bei mir auch funktionieren. Gut, Telekom Phone kann sich jetzt also jeder mit meinem separaten WLAN neben dem eigentlichen WLAN verbinden. Und ich kann mich auch mit meinem Tablet jetzt mit Telekom Phone Hotspot verbinden, weil der ist sichtbar. Ja? Mein eigentliches WLAN seht ihr hier nicht in der Liste, das sind die Nachbarn, die habe ich aber auch noch ein bisschen verfälscht. So, wie gesagt, probiere ich gerade aus, habe das mal jetzt so auf volle Pulle. Ne? Was ist mit dem Speedport Neo insgesamt? Nachteil habe ich einen gefunden, das Ding wird verdammt heiß. Ja, also wenn man die Hand drauf legt, das ist, und hinten dran ist eigentlich so ein Zettelchen, da steht das WLAN-Passwort drauf. Dass der nicht irgendwann mal abfackelt, ist ein Wunder für sich. Also das ist der Nachteil von dem Speedport Neo. Ich weiß nicht, ob das nur bei meinem Gerät so ist. War ja nicht gerade billig. Aber alles andere geht. Ne? Powerline habe ich nicht, also das ist quasi D-LAN. Ne? Habe ich nicht genutzt. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich noch per LAN
meine normalen PCs mal wieder angeschlossen, weil der Datendurchsatz über WLAN war mir zu langsam. Das war eine Frage von Zuschauern. Wie ist denn das mit der Geschwindigkeit im internen Netzwerk von einem PC zum anderen, was hin und her kopieren? Das war mir über die Luft zu langsam, weil ich habe ein Gigabyte LAN und damit geht das wesentlich schneller. Alles andere geht. Ich nutze eigentlich jetzt drei verschiedene Sachen. Auf dem Tablet, das nur sichtbare Netzwerke kann, weil es halt so ein billiges China-Ding ist, da nutze ich WLAN to go. Auf mein Android-Gerät, das mit meinem, also nicht das da, sondern mein anderes Android-Gerätchen, da nutze ich halt mein WLAN, das nicht sichtbar ist, das kein Hotspot ist. Und ich nutze über Kabel halt für meine PCs halt ebenfalls das Speedport. Da habe ich noch einen Router dazwischen geklemmt, um dann noch ein bisschen rumzufiltern. Also die PCs, die ich da so als schützenswert empfinde, die sind nochmal gesichert und gehen nicht über WLAN rein. Ja. Und wenn WLAN, dann über mein hier nicht sichtbares WLAN, was mein Tablet nicht kann. Ja, mein preiswertes Tablet kann nur so Dinger, die sichtbar sind. Ja, das kann natürlich auch verschlüsselte, aber müsste sicher sichtbar sein. Ich wollte aber mein eigentliches WLAN unsichtbar haben. Bringt zwar nicht viel, aber zumindest ist es dann nicht in jeder Smartphone-Liste mit drin. Hält zum Beispiel da so ein paar Dummies zumindest davon ab, mal rumzuprobieren. Jedenfalls wollte ich es unsichtbar haben, hab dann aber das WLAN to go, den Hotspot genutzt, um mein Tablet, dass das nicht anders konnte, zu verbinden. Ist auch nützlich, denke ich mal. Ich habe hier so eine Diashow laufen, die Bilder wiederholen sich jetzt. Ich denke, wenn ich mal Besuch kriege, ne? Ich bin ja ein Hotspot und mein Besuch sagt, ach, du hast ja WLAN, gib mal schnell dein WLAN-Passwort. Dann sage ich, lecken hier, geh Hotspot. Ne? Na, hast du Telekom, ne? WLAN to go. Log dich ein, werd glücklich, mein WLAN-Passwort gebe ich nicht raus fürs versteckte eigentliche Netzwerk. Finde ich ganz pfiffig, die Geschichte mache ich jetzt mal mit. Wenn da Millionen von Hotspots im Phone-Netzwerk sind, dann kann ja meine auch noch dabei, da wird aber hoffentlich nichts passieren. Gut, ja. Gut, getestet habe ich dann mit meinem per Hotspot verbundenen Tablet. Kann ich denn hier auf diese Konfiguration kommen? Also ich komme über eine unverschlüsselte HTTP-Verbindung eingeben speedport.ip zumindest mal bis zur Router-Login-Seite. Ja, das sollte eigentlich dann nicht sein auf dem Hotspot, denke ich mal. Das sehe ich noch so ein bisschen als Mangel an. Ich will ja mal hoffen, ja gut, sämtliche Passwörter habe ich natürlich ein bisschen strenger eingestellt und per WLAN werde ich da auch nicht administrieren, denke ich mal. Das mache ich dann vielleicht per LAN-Leitung. So, ansonsten Speedport funktioniert, wird noch ein bisschen heiß und ich habe jetzt einen Hotspot. Ich bin ein Hotspot! Ja. Hoffentlich geht das gut. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.